Also wenn wir es nicht mit den Drohnen aufnehmen können, dann holen wir uns zumindest die Informationen da unten und dann hauen wir wieder ab. Aber wir müssen vorsichtig sein. Die sind immer noch da. Die sind immer noch da. Warum sind wir eigentlich so schwach? Welchen Level haben wir denn eigentlich aktuell? Okay, wir haben Stufe 13. Stufe 13 zu Stufe 80 ist auf jeden Fall, ist zu krass. Ist zu krass. Wobei, dann können wir umso stolzer sein, weil wir ja zwei Drohnen erledigt haben. Zwei Drohnen haben wir ja erledigt. Ich höre sie wieder. So, ist das Zivilistenfahrzeug noch da? Mein Informationspunkt. Bist du böse? Nee. Du scheinst kein Gegner zu sein. Also, husch, husch mal ganz schnell zu dir. Oh, Blümchen. Drei Stück. Warte mal. Oder Pilze oder sowas. Einsatz in der Nähe. Neulandgewinnung. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Hallöchen, na? Macht er gerade Pause? Echt krasse Killer-Drohnen da drüben, ne? Und dieses Handy fliegt einfach mal. So, mit wem kann ich jetzt hier reden? Mit gar keinem, ne? Ihr macht ja einfach nur eure Arbeit. Ist in Ordnung. Oh mein Gott! Hinlegen! Killer-Drohne, Terminator, der Tag des jüngsten Gerichts. Aber du siehst mir auch ganz schön wie ein Roboter aus. Möchtest du mir vielleicht sagen, wie du vorankommst? Ich steh hier nur rum, da werde ich... Mach das. So, wo haben wir denn bitte, Neulandgewinnung. Ist das Neulandgewinnung? Ja. Achso, aber empfohlene Stufe 40. Nee, dann können wir das nicht machen. Dann geht das nicht. Ist nicht drinne. Dann umfahre ich jetzt die Drohnen und hole mir die Handschuhe hier hinten. Mit Moped. Denn ohne Handschuhe gehe ich hier nicht weg. Auf geht's. Jawoll, ja. Swag. Das sieht aus wie meine alte KTM. Ich hatte mal eine KTM SM25. Die konnte 30 km/h fahren und hatte Pedale. Aber das nur am Rande. Was ist mit denen da? Seid ihr cool? Ja, ne? Habt ihr Infos? Ja, tatsächlich. Waffe lokalisiert. Ach, schön. G36C. Hi. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Sag mir mal, wo, ich suche das nächste Biwak ist. Etwas darüber? Hier werden Sie finden, wonach Sie suchen. Vielen Dank. Dankeschön. Aber ich muss weiter. Mein Moped darf nicht zu sehr abkühlen, weil sonst springt es nicht mehr an. So. Bam, ja. Yay! Wheelie! Frontflip! Sehr cool. Sehr cool. Vorsicht, oh, hier ist was, hier ist was. Etwas, was ich ausheben kann. Achso, das ist die Station, also die Location, wo es die Handschuhe gibt. Vorsichtig, mal mit der Drohne abchecken. So, wo haben wir denn hier ein paar Gegner? Aber wir müssen super vorsichtig sein, hier sind die Killer-Drohnen. Die sind hier ganz in der Nähe. Da drüben fliegen sie. Hm, okay, aber hier ist auch noch was, ne? Nee, hier lungert doch keiner mehr rum. Okay. Zack, schnell die Handschuhe holen, bevor die Drohnen zurückkommen. Weiß ich nicht, vielleicht hat er auch die Schnürsenkel offen oder so. Deswegen läuft er hier den Berg so komisch runter. Die Drohnen kommen wieder. Schnell. Oh mein Gott. Hinlegen. Dreck ins Gesicht. Alter Schwede. Ich fühle mich wie John Connor im fernen Jahr 1997. Der Tag der Apokalypse ist gekommen. Aber nun gut, wir haben alles, ne? Handschuhe haben wir uns geholt. Jupp, sehr schön. Die große Station, warum eigentlich nicht? Haben wir da was Cooles? Eventuell. Ja klar, können wir ja mal machen. Bevor wir hier wieder ewig rumtingeln. Mit dem Kleinkram. Holen wir uns doch die großen Stationen. Da gibt's die besten Waffen. Los geht's. Wo ist eigentlich die Hupe? Oh, stopp, warte mal. Ist das eventuell zu hoch vom Level her? Nö, ist eine ganz normale Station. Yay! Wo ist meine Hupe? Muss doch eine Hupe geben an dem Auto.
Gefahrenzone 50. Echt? Level 50? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Level 50. Aber hier gibt es leider auch keine erhöhte Position. Und wo ich aus ein bisschen snipern könnte. Das ist ein Biwak. Kann ich das eventuell mit meiner Drohne erhaschen? Oder kenne ich das schon? Das wäre ziemlich hilfreich. Ist hier noch eine Rauchschwan? Ach, guck mal, wir haben ja da drüben einen Biwak. Alles cool. Alles cool. Ja, dann mal los, würde ich sagen. Ne? Vielleicht fangen wir an mit unserer Sensorgranate. Bam! Oh, verdammt. Ich glaube, ich muss noch ein Stückchen mal da reinschießen, damit ich das ganze Lager erfassen kann. Klick, sehr schön. Okay, ja, wir müssen schon so ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ist hier eventuell ein Funkmann oder so? Eventuell ein Funkmann, der Verstärkung rufen könnte. Oder Killerdrohnen. Die sind auch ziemlich ungemütlich. Wir können ja einfach mal probieren, intensiver den Weg des Panthers zu gehen. Gerade für Stationen, die keine erhöhten Positionen in der Nähe haben. Weil hier ist Snipern echt schlecht. Das wird schwierig. Wobei, ich kann ja einfach mal auf das Dach hier krabbeln. Geht das? Ja, das geht. Klasse. Hinlegen. Los. Ah, oh, wie gut wir hier eine Rundumsicht haben. Der ist hochlevelig, aber ein Kopftreffer ist doch bei denen auch finito, oder? Ja. Oh Gott, da ist noch einer. Nun gut. Die nächste Kiste, bitte. Was ist denn hier los? Aua, mein Ohrläppchen! Wo denn? Das gilt nicht, oder? Ich bin immer noch im Klippo. Ja, alles cool. Alles cool. So, wo sind die nächsten? Da drüben sind noch zwei. Umdrehen. Sehr schön. Da drinnen. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Ich sehe den nicht so richtig. Er steht einfach im Schatten. Zu gutes Raytracing. Ach nee, das Spiel hat gar kein Raytracing. Zu wenig Kontrast im Bildschirm. Das ist möglich. Alles cool, alles cool. Ey, ey, ey. Oh nein. Oh, 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 oh. Greif ihn an, Mann. Okay. Hat keiner gehört. Alles ist cool. Oh, also bitte. Wie heftig. Aber trotzdem nicht zu krass eskaliert. Finde ich super. Aber ich glaube, wir können jetzt alles mitnehmen, was wir hier gefunden haben. Ja, ich glaube ja. Steck ein. Das war echt eine coole Station. Eine coole Location. Hallöchen, ihr seid frei. Ihnen passiert nichts. Euch gehört die Welt. Ob Sie wohl hierüber etwas Ihr seid wissen? Jung. Mehr weiß ich nicht. Danke. Jetzt braucht ihr nur noch Geld. So, okay. Die nächste Kiste bitte. Wobei, hier hinten könnte noch einer rumlungern. Der Radius von der Sensorgranate ist nicht allzu hoch. Okay. So, oh, schön. Abzugshandschuhe, Well-Sist. Weiße Handschuhe. Das passt sehr gut in mein Outfit, finde ich. Zerlegen Sie unbenutzte Waffen und Tralala-Teile, stand da gerade. Sollten wir vielleicht mal machen. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Neue Biografie. Walkers Tagebuch Teil 6.
Da, sehr schön. Nomad zu treffen war ein denkwürdiger Moment. Es wäre am besten für den Ghost gewesen, sich uns anzuschließen, aber das sollte wohl nicht sein. Ich frage mich, ob man Nomad überzeugen könnte. Ich frage mich, was vielleicht verlockend genug wäre, um Nomad auf unsere Seite zu ziehen. Das frage ich mich auch. Das haben wir auch noch nicht gelesen. Souvenir aus Afghanistan. Ach, ey, stimmt, genau. Wir waren ja auch mit ihm in Afghanistan. Nomad Hill. Hier ist ein kleines Souvenir aus unserer Zeit in Afghanistan. Das war Kriegsführung vom Feinsten, Leute. Ich werde euch nie vergessen. Ihr seid meine Familie, Walker. Ich werde euch nie vergessen. Was treibt er denn bitte hier auf Aurora? Er knallt seine eigenen ehemaligen Kumpels ab. Das ist nicht cool. Das ist einfach mal nicht cool. Sortieren tun wir nachher. Ich glaube, wir sind mit dieser Base durch, ne? Ist das möglich? Ja, sehr schön. Okay, dann wollen wir uns mal da drüben das nächste Fundstück holen. Da brauchen wir nur mit dem Boot rüberfahren. Gute Idee. Mit welchem Boot? Mit dem da drüben, genau. Stimmt. Oh, wow, was liegt denn hier bitte rum? Was sind denn das bitte für Knochen? Das ist doch kein... What the... Das sind Dinosaurierknochen oder sowas. Wie heftig. Ist das ein Easter Egg oder so? Oder liegen die überall rum? Ist das ein Fisch oder so? Gewesen meine ich natürlich. Das sieht sehr, sehr, sehr komisch aus. Sehr mysteriös. Wer weiß, was hier noch für Aspekte im Spiel auftauchen. Vielleicht ist es wie damals in Far Cry Teil 1. Da war ja auch ganz lange nicht klar, dass es da auch nicht nur menschliche Gegner gibt, sondern auch Mutanten. Spoiler! Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. Fahrer! Wobei, ich kann sicherlich den Sitz wechseln. Nein, kann ich nicht. Ich hätte es mir denken können. Das ist nicht so ganz sauber. Das ist mir schon... vor ein, zwei Folgen ist mir das schon passiert. Der Gegner ist auch nicht. Warum auch immer. Whatever. Vorsichtig. Sind hier Leute oder so? Ja, da ging das auch nicht. Da konnte ich zwar vom linken Passagiersitz auf den Fahrersitz wechseln, aber nicht mehr zurück. Warum auch immer. Soll uns egal sein. Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Wir müssen Fundstücke finden. Tagebucheinträge von Söldnern. Emotionalisierten Söldnern, die in ihrer Freizeit ein Tagebuch führen. Oh, jetzt schon wieder so ein Knochen. Das war kein Wal oder sowas. Was sind das für Biester? Ich nehme jetzt mal ein Biwak. Ein weiteres Biwak. So. Hi. Was haben wir denn hier Schönes? Fundstück. Neue Spur zum Schatz. Zeig mal. Spielhölle. Teil 4. Man weiß nie, welche Reichtümer man finden wird. Ich hoffe, dass diese Ortschaft, die hier markiert ist mit dem Kreuz, auch irgendwann bei uns ganz normal auf der Karte erscheinen wird. Aber das werden wir früher oder später feststellen. Wäre das alles hier? Oder gibt es hier noch Kohle? Doch, da drüben ist noch Kohle. Stimmt. 500 Scale Credits. Rüberspringen bitte. Rüberspringen bitte. Ja, das ist nicht so gelenk gewesen gerade eben. Muss ich zugeben. Kiste, Kiste, Kiste. Wo ist die Kiste? Wahrscheinlich in einer Höhle. Hey, was soll denn das? Hat er schon wieder vergessen, die Schnürsenkel zuzumachen. Ach, guck mal, da ist so eine... Ist da so eine Decke zufällig? Ja, tatsächlich. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Wegen der Textur. Da muss ja irgendwo eine Höhle sein. Eine Höhle, eine unterirdische Höhle, die man betreten kann. Warte mal, ich markiere mal die Truhe. Die Truhe. Kann ich gerade nicht. Warum auch immer. Nicht cool. Gar nicht cool. Hier läuft gerade einer rum, ne? Zwei Stück. Na, wie geht's euch? Habt ihr die Kiste gesehen zufällig? Gut, das hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. Beim nächsten Mal. Ja, hier muss irgendwo ein Höhleneingang sein. Das kenne ich. Das habe ich schon in der Beta gehabt. Irgendwie muss hier ein Höhleneingang sein.
So ein kleines Grubenloch, was uns in die Tiefe führt. Und das müssen wir jetzt finden. Warte mal, vielleicht machen wir das einfach mit der Drohne, weil die ein bisschen mobiler ist als wir. Nee, schade, leider nicht. Kein Geheimgang gefunden. Kann auch ein Bug sein. Ich meine, hier gibt's genug Kisten. Jetzt wegen 500 Credits. Nee, da brauchen wir uns jetzt nicht fertig machen. Lass uns lieber woanders hingehen. Jetzt brauchen wir erstmal ein Gefährt. Haben wir zufällig einen Biwak hier in der Nähe, wo ich mich hin teleportieren könnte? Nein, leider nicht. Schade. Aber hier ist ein Motorrad. Das könnten wir uns ja holen. Habe ich es markiert? Ja. Los geht's! Lauf, lauf, lauf. Meter. Das hat gerade auf der Karte viel weiter weggewirkt. Ist ein Tier? Nee, doch, da ist ein Tier. Ein wildes Wildschwein. Ach, das ist ziemlich dumm gewesen bei mir. Oh nein. Daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht im Affekt. Nein, was soll das? Leo, das kann doch nicht sein. Übermut tut selten gut. Ich hätte einfach nicht so viel Kaffee vor der Aufnahme trinken sollen. Na gut, dann ist das Motorrad weg. Zumindest haben wir hier Informationen gefunden. Und außerdem wollte ich auch mal meinen Loot durchgehen. Auch ganz wichtig. M4A1 Gewehr. Ja, das sieht auch super aus. Ja genau, wir machen erstmal jetzt den Loot klar. So, wollen wir mal anfangen. Was haben wir denn hier Schönes alles eingesammelt? Wieder 1 Million Waffen. Wir können ja mal aus Spaß die MP5 weglegen für ein paar Folgen und hier irgendwas Neues nehmen. Irgendwas, was so ein bisschen mehr Reichweite hat, wo wir ein größeres Zielfernrohr raufpacken könnten, also kein Scharfschützengewehr, aber so Midrange wäre schon echt klasse. Ein Sturmgewehr halt. Ist das ein Sturmgewehr? STG? Ja, ich glaube schon. Wobei LMG ist auch immer cool, aber ich möchte schon präzise bleiben. LMG, wobei das sieht auch cool aus, ne? Das sieht so fast aus wie so ein etwas größeres Sturmgewehr. Level 33 können wir jetzt einfach mal nehmen. Wobei eine AK, aber nee, ich mag eigentlich osteuropäische Waffen nicht so wirklich. Wobei mit Schalldämpfer und dem Visier sieht es schon ganz cool aus. Nee, wir nehmen jetzt mal aus Spaß. Wobei, können wir auf dieses LMG einen Schalldämpfer bauen? Ich meine, ich habe bei The Division 2 habe ich schon mal ein LMG mit Schalldämpfer gehabt. Stimmt, aber hier geht das offensichtlich nicht. Schade. Nee, dann lasse ich es auch. Ich will schallgedämpft schießen können. Ich will keinen Remi-Demi hier machen. SF? Keine Ahnung, was das heißt. Wir nehmen jetzt einfach mal das Brenn. Das hört sich so komisch an. Also der Name von dem Gewehr. 805 Brenn. Oder, ja, doch Brenn. Brenn, das nehmen wir jetzt einfach mal. Die anderen zerlegen wir. Wir bekommen ja genug neue Waffen. Weg damit. Weg damit. Ein LMG behalten wir, das stärkere. Falls wir wieder den autonomen Fahrzeugen über den Weg laufen sollten, wir behalten das Stoner. Und das Patchenneck. Wow, was für ein Name. Patchenneck. Das kann weg. Weg. Das kann weg. Weg. AK-47. Ja, weg damit. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Einzelschussgewehr oder eine taktische Schrotflinte. Weil SF, Schrotflinte, könnte sein, ne? Aber dafür habe ich keine Verwendung hier im offenen Feld. Und von der Vector bin ich ein Fan. Mit der möchte ich auch irgendwann mal kämpfen. Wobei, warte mal, ganz kurz. Die hat natürlich alles andere als eine vernünftige Reichweite, ne? Damit hätten wir im offenen Feld ein ganz schönes Problem. Ist eine richtige Infiltratorknarre, weiß ich, aber... Naja, für richtige Reichweite hätten wir das Scharfschützengewehr zur Not, damit
können wir auch relativ schnell schießen. Das ist auch relativ schnell zur Hand. Ich weiß nicht. Es hat zwei blaue Striche. Das bedeutet doch was, oder? Ja, ist okay. Ist okay. Ich bin ein Vector-Fan. Bauen wir die Vector aus. Im Gunsmith. Tuning to the max. Was halt gerade so geht. Da haben wir eventuell ein eventuell alternatives Magazin. Nö. Schalldämpfer. Yay! Zumindest einen Schalldämpfer. Panoramavisier. Ich nehme das gleiche Visier wie bei der. Wie bei der The Division 2 MP5. Ich glaube, damit holen wir ein bisschen Reichweite raus. Dann wären wir hier im Prinzip auch schon so weit durch. Machen das gute Ding rot mit weißen Decals. Visier auch bitte. Lauf. Zieloptik, genau. Weiß. Schön. Schön. Wunderbar. Das ist unser Style. Die ist ja soweit to the max schon für unsere bisherigen Verhältnisse. Pistole. Ja. Nehmen wir mal hier die mit den zwei blauen Strichen. Auch wenn wir nie eigentlich mit der Pistole kämpfen. Warum auch? Wir sind echt gut bedient. Mit all unseren anderen Waffen. Wir könnten uns ja mal zwingen, die ein oder andere Station Pistol Only zu machen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich die hier so ein bisschen aufwerten. Schalldämpfer natürlich. Und unser Farbschema rot mit weißen Decals. Schön. Was haben wir hier noch? Ja, wir sollten hier auf jeden Fall. Oh, 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 hallo! Plus 2% Geschwindigkeit der Lebensregeneration. Ein schöner Buff. Warte, was haben wir denn noch so Schönes? Das ist wahrscheinlich hier maximaler Schutz. Das möchte ich haben. Ausdauerregeneration. Plus 2%. Drohnenumgebung plus 2%. Nee, Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Wir sehen die Mütze sowieso nicht. Die verschwindet ja hier unter unserem Skin quasi. Wobei das eigentlich auch irgendwie so ein bisschen schade wäre, weil, dann würde unser Charakter nämlich immer statisch bleiben, wenn wir dauerhaft immer nur diese Skins verwenden. Und wir wollen ja auch so ein bisschen, dass er sich so ein bisschen dynamisch regelmäßig verändert. Was haben wir hier? Plus 2% Verletzungsresistenz. Nee, ich möchte lieber Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Lebensregeneration erhöhen. Genau. Ich glaube, wir machen das jetzt ab jetzt so, dass wir auch wirklich die Sachen sehen hier, die wir tatsächlich tragen. Schuhe. Zieh die an. Widerstand gegen Explosionsschaden? Nee. Doch, ne? Ist der beste Buff, den wir hier gerade aktuell nutzen können. Dann machen wir das so. Packen wir die Skins erstmal alle weg. Das bleibt alles so. Das ist ja alles immersiv. Nichts. Nichts außer natürlich dann. Warte mal, stopp. Hä? Nee, Mütze dann. Dann müssen wir die Mütze tragen, ne? Ja. Weil die haben wir gerade aktuell ausgewählt. Die können wir zumindest. Nee, färben können wir sie nicht, oder? Doch, hier. Tatsächlich. Die können wir weiß machen. Alles cool. Weste. Lassen wir, die haben wir ja schon, da tragen wir ja schon die, die wir aktuell ausgerüstet haben. An den Händen bitte auch die. Die Handschuhe, die wir gerade anhaben. Ja, das sind die sogar. Tatsächlich, in weiß bitte. Schön. Hosen. Farbe. Auch weiß. Bleibt ja alles wie gehabt. Leichte Stiefel tragen wir tatsächlich gerade. Ich lasse sie gerne schwarz. Shirt technisch. Ja, ist alles cool. Rucksack ist ja von vornherein nur so ein Skin-Objekt.
Da trage ich schon den bisher coolsten. Können wir später vielleicht ein neues kaufen? Nö, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Fixit. Die Maske ist auch noch in Ordnung. Beim Messer hat sich auch nicht so weit geändert. Das Fury. Tödlich und wunderschön zugleich. Und wir bleiben auch bei unserem Far Cry 5 Aufnäher. Cool. Wunderbar. Ich glaube, wir sind durch. Sehr schön. Nice. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus hier, unser Pappkamerad. Und außerdem sehen wir jetzt die Ausrüstung, die wir tatsächlich gerade anhaben. Okay, was können wir noch machen? Ein bisschen was nachforschen vielleicht. Ach ja, stimmt, das sind hier alles noch so eine Nachforschungsauftragsquest-Dingens-Gedöns. Aber da haben wir noch nichts. Doch hier, wer sind die maskierten Soldaten, die die Ghost hingerichtet haben? Mats Schulz zu den Wolves. Eine Unterhaltung mit Mats Schulz über das Einsatzteam, das die Ghosts an der Absturzstelle ausgeschaltet hat. Nomad, kennen Sie einen Lieutenant Colonel Walker? Mats Schulz? Ist das nicht der, der mit diesen Wolves arbeitet? War mal Skelltex-Mitarbeiter, Militärberater und früher im Einsatz. Kennen Sie ihn? Schlussfolgerung, die Wolves sind eine Elitetruppe, die Walker folgt. Ah, aber wir müssen jetzt hier nochmal draufklicken, um die EP dann zu bekommen, ne? Aber soweit ist das jetzt hier abgeschlossen. Nachschlagen, F. Okay, das ist quasi das gleiche nochmal. Nur in groß. Wäre hiermit abgeschlossen. Perfekt, ist auch ausgegraunt. Haben wir noch was geschafft? Nein. Wo hätten wir denn sonst noch was? Irgendwas, was wir nicht gelesen haben, eventuell? Nee, wir waren fleißig, sehe ich gerade. Wir waren fleißig. Haben immer schön interessiert mitgelesen. Keine weiteren I-Symbole. Haben wir noch einen Fertigkeitenpunkt? Nein. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig mit Ghost Recon Breakpoint, meine werten Ödländer. Das soll es für heute gewesen sein. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir einen militärischen Daumen mit Tarnfarbe nach oben da. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wiederschauen, Rheingau und der Leo. Bis dann. Tschüss.